Hallo, du wundervoller Mensch, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Heute gibt es einen Podcast mit Video. Das heißt, wenn du jetzt gerade die Audio hörst, kannst du auch gerne bei meinem YouTube-Channel unter Seelenschokolade findest mich vorbeischauen und dir unseren Seelenschokoladentalk anschauen. Heute habe ich die Adina bei mir im Talk. Und zwar ist sie eine Klientin von mir und ich bin einfach mega geflasht von ihrer unglaublich positiven Entwicklung und habe sie eingeladen, doch heute mal dabei zu sein. Und sie ist einfach ein ganz, ganz toller, zauberhafter, wunderbarer Mensch. Ich freue mich sehr, heute ein paar Inspirationen und Impulse mit euch zu teilen und freue mich sehr, dass sie dabei ist und mitmacht. Und ja, ich finde es einfach so krass, wie sie einfach sich selbst entfaltet hat, einfach auch ihre eigene Persönlichkeit in ihre Arbeit mit hat einfließen lassen, einfach Träume verwirklicht hat. Und sie ist da für mich einfach auch so ein Vorbild für, was einfach alles möglich ist und dass wir uns erlauben dürfen, einfach viel größer zu denken und unsere wahre Persönlichkeit zu entfalten. Ich liebe die Arbeit mit meinen Klienten. Es sind alles einfach so tolle Menschen und es macht einfach so viel Spaß, ja, mit zuzuschauen, wie sie sich so unglaublich entwickeln. Und mir ist immer der Erfolg meiner Klienten noch viel wichtiger als mein eigener, weil einfach diese Erfolge meiner Klienten einfach für sich sprechen. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und finde es einfach ganz toll. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute bei unserem Talk. Ja, hallo, liebe Adina, so schön, dass du heute dabei bist. Vielen, vielen Dank. Möchtest du dich kurz vorstellen und ein bisschen auch erzählen, wie du zu mir gekommen bist? Ja, hallo Julia, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und für die Einführung. Mein Name ist Adina Berg. Ich bin in Russland geboren und bin seit meinem 13. Lebensjahr in Deutschland. Und derzeit arbeite und lebe ich im Süden Deutschlands. Und ich lebe im schwäbischen Biberach. Das ist eine kleine Stadt zwischen Ulm und dem Bodensee. Ja, ich verwirkliche gerade meinen Traum als Künstlerin und male Bilder auf Leinwand. Ich verkaufe sie und stelle sie aus. Und in meiner Kunst spiegeln sich die Schönheiten der Natur wider. Und der So zweite Teil. schön einfach. So Bitte? schön. So schön. Ich finde das ganz bezaubernd. Mach einfach weiter. Ganz toll. Und der zweite Bereich, der mich unheimlich interessiert, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und in den letzten Jahren habe ich hier ganz viele Bücher gelesen, Kurse belegt und aktuell will ich mein Wissen weitergeben und bin hier angehender Inspirationscoach. Und dich habe ich auf Instagram entdeckt. Ich habe deine Beiträge gelesen und in den letzten Jahren habe ich mir immer Hilfe geholt zu meinen herausfordernden Themen, weil ich sie aktiv angehen möchte und auflösen möchte. Und dann habe ich eben deine Posts zum Thema Glaubenssätze gelesen und ja, somit ist der Kontakt entstanden. Ja, so schön. Ich finde es auch einfach schön, dass du so mutig bist und sagst so, ich gehe jetzt für meine Träume, ich verwirkliche mich da jetzt selbst und einfach auch so Glaubenssätze zu sprengen, wie dass Künstler gar kein Geld verdienen. Du hast gerade gesagt, wo ich gefragt habe, was hat sich nach unserem letzten Coaching getan bezüglich deiner Kunst? Kannst du noch mal kurz erzählen, was da passiert ist? Das finde ich nämlich gigantisch. Ja, ich habe meinem Kreativitätskurs gestartet und habe eben dafür einen Malraum eingerichtet und ja, die Kurse waren dann auch sofort ausgebucht, als ich damit gestartet bin. Und ja, diesen Erfolg zu erleben und zu sehen, dass der Bedarf da ist am Malen und am Entwickeln, ja, das war für mich ein tolles Erlebnis. Ich finde das so schön, weil ich habe so oft Klienten, die auch sagen, so ja, wenn ich was anbiete und dann kommt keiner und du so, ja, wir sind halt ausgebucht. Und ich habe ja auch noch mehrere Künstler dann auch oft in Erstgesprächen, die sagen, ja, mit Kunst kann man ja kein Geld verdienen. Du hast gerade gesagt, dass du gerade mal direkt an einen Kunden 4 Bilder verkauft hast, gell? Ja,
Das war auch ein tolles Erfolgserlebnis, Ja. dass das alles so wächst und sich in die richtige Richtung entwickelt. Für wie viel verkaufst du aktuell deine wunderschönen Bilder? Bilder in einer Größe von etwa 1 Meter, die sind vom Preis her um die 500 Euro. Genau, es ist natürlich auch davon abhängig, wie viel mir selbst das Kunstwerk wert ist und ja, wie viel Zeit ich investiert habe. Wow. Ja, das fand ich gerade einen sehr wichtigen Satz, wie viel dir selbst das Bild auch wert ist, einfach, ne? Sich da auch immer selbst so seinen Wert klar zu machen und wie viel schöne Energie man da reinsteckt. Man sieht ja auch so ein paar Sachen von dir im Hintergrund und was die für eine schöne ja, Energie einfach auch ausstrahlen. Also jeder, der da Interesse hat an deiner Kunst, soll da auf jeden Fall mal vorbeischauen und kann sehr dankbar dafür sein, so ein tolles Werk zu erwerben. Dankeschön. Super gerne. Ja, du hast gerade schon ein bisschen so angesprochen mit deinem Malkurs, ne? Wie hast du den eingerichtet und mit welcher Vision? Ja, eben mein Wunsch war, einen Kreativitätskurs aufzubauen. Und ich hatte das Glück eben, dass ich einen freien Raum zur Verfügung habe. Und die Größe ist eben groß genug, um Seminare mit mehreren Teilnehmern durchzuführen. Und ich habe hier die Chance genutzt und habe den Boden verlegt und habe einen großen Tisch hingestellt und entsprechend so eingerichtet. Und eben damit verwirkliche ich mir einen Traum oder einen Wunsch, indem ich eben die Malerei und die Persönlichkeitsentwicklung zusammenbringe. Und für mich ist die Kunst eine Form der Kommunikation, wo man Änderungen nachhaltig bewirken kann. Sei es in der Form, dass die Bilder eben zu uns sprechen oder uns berühren oder dass wir selbst durch das Tun, durch das Malen in einen Kreativitätsprozess reinkommen, wo wir zu unserem natürlichen kreativen Ich zurückkehren. Und in meinem Kurs erfahren wir uns im intuitiven Malen und erfahren, wie sehr unsere Gedanken, wie sehr die Qualität unserer Gedanken unser Leben beeinflusst. Wow, so schön mit dem intuitiven Malen. Ich bin einfach so stolz auf dich. Ich finde da kaum Worte dafür. Also man muss ja auch einfach sagen, ne, wo du zu mir ins Coaching gekommen bist, da hattest du so Angst vor Menschen zu sprechen und jetzt machen wir hier einfach ein Video, was so viele hunderte, vielleicht tausende Menschen über den Lauf der Zeit sehen und hören werden. Einfach was für eine Entwicklung. Ja, du verkaufst deine Bilder, du bietest Kurse an, du hast ja auch noch eine ganz große Vision, was noch kommen wird. Ich weiß auch noch von der Bewerbung mit Island, da bist du ja aktuell noch im Rennen. Möchtest du da mal kurz was erzählen, wie das dazu gekommen ist? Weil die Geschichte einfach mit Mauritius und so, die ist einfach auch so abgefahren. Ja, klar, gerne. Ja, ich war eben im Urlaub und dort bin ich einer Person begegnet, die zu dieser Arctic Circle-Konferenz jährlich nach Island geht, also als beruflich bedingt. Und sie will eben ihr neues Buch dort vorstellen, dieses Jahr im Oktober dort, und hat mir eben das Angebot gemacht, dass ich mit ihren Kooperationen eben meine Bilder dort ausstelle. Und eben weil das Thema meiner Kunst so gut zu ihrem Thema zusammenpasst, zu ihrem Buch, was sie eben neu geschrieben hat. Und ja, die Bewerbung, die läuft und bin sehr gespannt, wie die Antwort dann ausfällt. Und es wäre dann natürlich für mich gigantisch und eine Riesenchance, dorthin zu gehen mit meiner Kunst. Ja, ich finde das einfach ganz großartig, ne? Wie du dann gesagt hast, so, oh, ich möchte, das war Ende letzten Jahres, so, ich möchte jetzt mal was Schönes für mich machen und jetzt buche ich mir was richtig Tolles und investiere irgendwie auch so das Geld, was du ja von deinen Bildern ja auch erwirtschaftet hast, in Urlaub für mich, fliegst nach Mauritius und begegnest deiner Kunsthändlerin ja gewissermaßen auch, ne? Also einfach
dieses so, ich folge jetzt meiner Intuition, ich tue mir was Gutes und dann so viele schöne Dinge in dein Leben zu ziehen, die ja auch deine Vision verstärken noch, einfach ganz, ganz großartig. Was hat dir dabei geholfen, da auch auf deine Intuition zu hören? Was mir geholfen hat, auf meine Intuition zu hören, erstmal selbst zur Ruhe zu kommen und auf mein Bauchgefühl zu hören, was da das Richtige ist. Und als ich eben im Urlaub war, da bin ich ja erstmal hingefahren mit meinem großen Wunsch, ich will unbedingt diese Website fertig machen. Und meine Intuition, meine innere Stimme war eben, entspann dich, sei locker und genieß einfach den Urlaub. Und mein Kopf hat dazwischen gefunkt, nein, du willst doch diese Webseite machen. Und dann habe ich doch auf mich gehört und habe eben meine Zeit eben am Strand verbracht und mit den Hotelgästen. Und somit kam der Kontakt zustande. Ja. Und im Urlaub habe ich dann nichts mit der Website gemacht, aber dafür ganz viele tolle Stunden gehabt. Und ja, es ist dann so vieles passiert. Und diese Website, die habe ich dann in den nachfolgenden Monaten selbstständig zu Hause gebaut und habe da den richtigen Weg gefunden für mich, meine Bilder zu präsentieren und eben jetzt auch die Kurse und alle meine Projekte, in denen ich beteiligt bin. Ja, wir werden auch auf jeden Fall in den Shownotes deine Internetseite verlinken. Dann kann jeder gerne mal vorbeischauen zu deinen Projekten und zu deinen Bildern und auch zu deinen Kursen. Wie war das denn für dich, deine ersten Kurse zu geben? Das ist ja auch so im Laufe der Coachings entstanden und du meintest so, ich würde das so gerne machen. Und ich so, gut, dann machst du das jetzt. Und du hast ja erst so, wie jetzt sofort? Ich so, ja, warum denn nicht? Ne? Wie war das für dich? Ja, also die erste Kurse, die ich gegeben habe, da war ich schon noch ein wenig nervös und war aber trotzdem neugierig und bin da durch meine Angst gegangen. Und ich muss sagen, dank dir bin ich eben durch diese Angst hindurchgegangen. Und und das fühlt sich so an, also wenn man das so ein bisschen beschreiben kann, du stehst vor so einer Klippe und du willst springen. Und du siehst eben das türkisfarbene blaue Meer und du denkst, wow, das ist so toll, aber die Angst hält dich zurück, weil du weißt nicht, wo du aufkommst. Ja, und du hast es halt auch sofort erkannt. Und das war eben so cool und wir haben gleich in diesem Gespräch Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. Und ich wusste, okay, der Stein kommt ins Rollen, da gibt es kein Zurück mehr. Und ja, dann habe ich die Einladungen verschickt, die Anmeldungen kamen rein und dann war die Angst auf einmal weg, die war wie weggeblasen. Und ja, und dann war ich einfach nur noch nervös ein bisschen in den Kursen und das war für mich das, was ich so mitgenommen habe. Wenn man eben der Angst begegnet oder dieser Blockade, dann löst sie sich auf einmal auf. Ja. Und dann ist man daran gewachsen und das ist halt so wundervoll, ja, für sich selbst das zu erleben. Ja, es ist ja auch ganz normal, wenn wir neue Dinge machen, dass man dann ein bisschen nervös ist am Anfang. Und mit der Routine kommt dann einfach auch die Sicherheit und die Ruhe rein. Und wir gewöhnen uns dann einfach auch dann an diese neue Situation. Und einfach es zu tun, auch wenn man Angst hat, das finde ich einfach so mutig und so großartig und wunderbar. Also ganz, ganz, ganz toll. Du hast ja auch Feedback bekommen von deinen Teilnehmern und dir da Rückmeldungen eingeholt. Wie war da so das Feedback für dich? Vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück. Und zwar, als ich mit den Kursen gestartet habe, habe ich gemerkt, dass die Menschen, sie wollen malen, sie wollen kreativ sein, aber wir oft durch unsere Blockaden zurückgehalten werden. Und so typische Blockaden sind eben, dass wir uns selbst Druck machen, dass wir so im Kopf sind und so eine Erwartung an uns haben, dass das Ergebnis perfekt sein muss oder wir sind dann voller Zweifeln und voller selbstsabotierenden Gedanken, dass wir das nicht können oder wir sagen zu uns selber, ja, das konntest du noch nie oder verschwende hier keine Farbe, kein Papier
Und ja, und dann ist der Malfluss unterbrochen, dann kommen wir nicht in das Malen rein. Und für mich war das so schön, dieses wahrzunehmen, wie die Veränderung entsteht. Also die Veränderung, die ist so greifbar dann. Und wo vorher eben Blockaden waren, durch diesen Malprozess, wenn der Mensch sich öffnet, wenn er sich das erlaubt, ins intuitive Malen zu kommen, ja, dann fließt die Kreativität, dann blüht der Mensch auf. Und wenn ich dann diesen Malprozess begleite, dann ist es für mich wunderbar zu sehen, zu erleben, all die Ergebnisse und das Feedback, was dann eben zurückgekommen ist. Ja, und für mich war das nochmal so eine Bestätigung, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, und das Feedback war auch so wundervoll, dass es eben, dass der Kurs den Menschen hilft, dass sie sich der Malerei öffnen, für die Kreativität sich öffnen, dass sie loslassen können, dass sie sich auch vom Alltag lösen können, zur Ruhe kommen, dass ihnen der Kurs und die Übungen Spaß machen und dass sie ganz viele Aha-Momente mitnehmen und das, was sie dort lernen und erfahren, dass sie die Erkenntnisse auch in ihren, auf ihre andere Lebensbereiche übertragen können. Ja. Ja. Ja, das ist auch immer das Wertvolle. Ich merke das auch immer bei meinen Coachings, dass Coaching sich immer privat und beruflich auszahlt. Also wenn wir was in einem Lebensbereich verändern, dann wirkt sich das einfach auf das ganze Leben einfach positiv aus, auf die Beziehung zu sich selbst, auf Beziehung zu anderen Menschen, auf den beruflichen Bereich, auf seine Wünsche und Träume. Und das finde ich einfach auch so das Tolle an Coaching und versuche das auch immer so zu vermitteln, dass wenn einmal, wie du es so schön gesagt hast, der Stein ins Rollen kommt, dann rollt da einfach einiges. So ja. Schön. Ja, wie war das denn für dich, so positives Feedback von den Teilnehmern zu bekommen? Hat dich das ermutigt? Hat es dich vielleicht sogar manchmal überrascht? Wie war das für dich? Ja, es hat sich für mich mega gut angefühlt, weil dass ich eben die Chance habe, mein Wissen mit den Menschen zu teilen, dass ich eben die Möglichkeit habe, den Menschen die Möglichkeit anbiete, eben, dass sie sich selbst erfahren im Malen und dass ich ihnen das mitgeben kann, wie wir den Kreativitätsprozess selbstwirksam beeinflussen können. Ja, also, dass ich selbst einen großen Einfluss auf die Entwicklung der anderen Menschen haben kann, das ist für mich ein super tolles Gefühl. Und ja, schön, wundervoll. Ja, ich finde es auch so mega, dass halt alle Plätze immer ausgebucht waren bei den letzten Terminen. Was kannst du denn da Menschen mitgeben? Weil ich höre das so oft von meinen Klienten, oh mein Gott, ich habe so Angst, es kommt keiner. Was würdest du den Leuten empfehlen, die sich da so Sorgen machen? Dass man über seine Wünsche und Ziele spricht, dass man drüber redet, wo man hin will und sich von der Angst löst, was könnten die anderen drüber sagen, wie wirkt das bei den anderen, einfach das darüber zu sprechen, wo, ja, was man selbst will. Mhm. Ja, und für mich war das jetzt so, es hat sich immer zu richtigem Zeitpunkt, wo ich auch dafür bereit war, zu geben, also es war zu jedem Zeitpunkt, wo ich die Kurse eingeplant habe, waren die Teilnehmer da. Ja. Ja, Wahnsinn. Und du hast es einfach gemacht, obwohl vielleicht manchmal Bedenken da waren, ne? Voll. Toll, großartig. Großes Vorbild da für alle. Du hast ja auch noch weitere Pläne, da auch noch Projekte online zu entwickeln. Möchtest du da mal von erzählen, was du da online mit Kursen und so geplant hast die nächsten 1-2 Jahre? Ja, ich bin gerade dabei, eben diesen Kreativitätsworkshop aufzubauen. Und ich möchte einfach die Themen Malerei und Persönlichkeitsentwicklung zusammenbringen, weil ich finde, jetzt bin ich raus. Alles gut. Du hast ja einen Online-Kurs geplant. Ich glaube, 2021 ist da so dein Ziel.
Wie möchtest du das online rüberbringen? Weil das finde ich halt auch ganz spannend. Manche Leute sagen ja so, oh ja, online und das geht nicht und so weiter. Und auch da gehst du jetzt auch so mutig voran und sagst, ich entwickle sowas auch online. Einfach dieser, ich finde diesen Spirit so toll zu sagen, so ich mache das einfach mal, auch wenn ich mir da jetzt Sorgen mache. Also möchtest du dieses intuitive Malen online auch dann vermitteln? Ja, also mein Wunsch ist eben, die zwei Themen Persönlichkeitsentwicklung und Malerei zusammenzubringen, weil Kunst ist für mich eine Form der Kommunikation, wo wir Änderungen nachhaltig bewirken können, sei es halt eben darüber, dass die Bilder zu uns sprechen oder dass wir selber im kreativen Tun uns der Kreativität öffnen und zu unserem natürlichen kreativen Ich zurückkehren. Und eben in diesem Kurs erfahren wir uns im intuitiven Malen und lernen zu verstehen, wie sehr unsere Gedanken in ihrer Qualität unser Leben gestalten. Das ist die Vision dahinter. Und sei es dann eben, dass ich es persönlich gebe, diese Kurse, oder in der Zukunft vielleicht online. Also aktuell baue ich das, den Kurs eben persönlich auf. Und wenn sich die Möglichkeit dann ergibt, werde ich es langfristig auch online anbieten. Sehr gut. Ganz tolle Pläne und so schön visionär. Das gefällt mir großartig. Ja, können ja alle gerne mal vorbeischauen auf deiner Webpage oder dich direkt kontaktieren und mit dir sprechen, wenn sie sich dafür intuitives Malen interessieren. Sehr gerne. Wie war denn das Coaching für dich bei mir persönlich gewesen? Wie hat dir das gefallen? Wie war es für dich? Ja, ich habe da selbst ganz große Fortschritte gemacht. Und in den Gesprächen mit dir konnte ich selbst meine Blockaden erkennen. Die sind mir bewusst geworden. Ich konnte auch aus jeder Sitzung Punkte mitnehmen, an denen ich aktiv arbeiten konnte und selbst verändern. Und ja, was ich auch toll fand, dass trotzdem unser Coaching eben übers Telefon stattgefunden hat, dass es effektiv war, ja, und dass du in den Gesprächen auch sofort eben die Schwachstellen erkannt hast und mit Fragen und Übungen mich da durch meine Themen begleitet hast. Ja, dafür bin ich dir sehr dankbar. Sehr, sehr gerne. Ich bin dir auch so dankbar, dass du da einfach immer offen allem gegenüber warst und die Sachen auch einfach direkt umgesetzt hast. Ich habe dir ja zum Beispiel auch meine Bauchlageübung beigebracht und ich sage ja immer so, boah, ich finde die so toll, könntest du für dich mal irgendwie wiedergeben, wie die Bauchlageübung für dich ist, um das mal aus einer anderen Perspektive zu hören. Ja, also für mich, ich bin ein sehr aktiver Mensch und für mich hat die Bauchlageübung geholfen, mal zur Ruhe zu kommen, und ich habe oft erst in der Übung erkannt, wie gestresst ich war und wie emotional geladen ich bin. Und die Übung hilft tatsächlich mir, dass ich mich geerdet fühle und dass ich eben in den gegenwärtigen Moment komme. Mhm. Also ich mag sie sehr gerne. Ja, großartig. Ich mache die ja selbst auch schon seit 4 Jahren jeden Tag und das tut mir so gut und ich empfehle das immer allen meinen Klienten und bringe es allen meinen Klienten bei, egal ob die im Einzel- oder Gruppencoaching sind, sage ich dir mal, mach die Bauchlageübung, weil es erdet einen einfach so gut, gerade für Menschen, die auch sensibel sind oder viele Gedanken haben oder verspannt sind, hilft es so gut, so mehr geerdet zu werden. Ja, möchtest du ein bisschen was drüber erzählen, was du gelernt hast? Was hast du für dich mitgenommen? Was hat sich bei dir im Leben verändert? Ja, beruflich, also ich genieße aktuell meinen Job. Also da gab es auch eine Veränderung. Ich fühle mich da viel selbstsicherer und bin souveräner geworden. Privat habe ich erkannt, dass mir zum Beispiel es gut tut, wenn ich mit mir selbst mehr auseinandersetze, wenn ich viel mehr auf mich selbst höre, und dadurch bin ich viel gelassener geworden. Ja, und gut, in der Malerei, da gab es auch eben ganz viele Erfolge, da
bin ich im Flow, es entwickelt sich in die richtige Richtung, ja. So schön, großartig. Ja, ich fand es auch ganz schön, wo ich gesagt habe, guck mal, es gibt ja auch internes Coaching. Was hältst du davon, einfach mal in der Firma, wo du arbeitest, so nachzufragen? Und dann hast du ja nachgefragt und gemerkt, oh wow, das geht ja wirklich. Und ich habe das dann auch anderen Klienten empfohlen. Und so viele bekommen jetzt zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung bezahlt und haben einfach gemerkt, was das Coaching bei ihnen auch für Möglichkeiten eröffnet hat. Vielleicht sogar im Angestelltenverhältnis oder auch in der Selbstständigkeit. Möchtest du mal so ein bisschen davon erzählen, was du da für Möglichkeiten bekommen hast und was du da anderen auch empfiehlst? Ja, ich habe in den letzten Monaten eben nach einer Ausbildung geschaut, wo ich eine Ausbildung zum Coach absolvieren kann. Und eben du hast mir diesen Tipp gegeben, im Unternehmen nachzufragen, weil die Unternehmen das eben anbieten und auch fördern und unterstützen. Ja, und für mich war wiederum so eine große Erkenntnis, dass wir eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben, als wir überhaupt ahnen. Ja, und dass sich dann auf einmal neue Wege auftun. Und ja, meine Empfehlung ist einfach viel mehr mit Menschen darüber zu sprechen, was man will und wo man hin will, was einem Freude macht. Und dann öffnen sich neue Türen. So schön, ja, ganz toll. Also ich finde auch einfach, ne, über seine Herzenswünsche zu sprechen, man wird manchmal überrascht sein, wie sich dann neue Türen öffnen, wie du so schön sagst. Ganz toll, danke dir. Was war denn für dich das Highlight in unserem Coaching gewesen? Ja, insgesamt während unserer Coaching-Zeit sind in meinem Leben so, so viele Wunder passiert. Und ja, das Highlight war für mich, dass mit Island mich da für eine Ausstellung zu bewerben, wo ich vor einem Jahr noch nie davon geträumt hätte. Ja. Ganz toll. Wie schön. Was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse der letzten Monate? Dass Träume in Erfüllung gehen, wenn man auf sein Herz hört, wenn man sich selbst treu ist. Dass die zweite Erkenntnis war, dass wir Stufe 2 gehen können, wenn wir Stufe 1 gegangen sind. Also ja, für die Ungeduldigen unter uns. Genau. Und ja, und wir müssen Stufe 1 nehmen, auch wenn sie noch so klein ist oder wenn es ein kleiner Schritt ist. Und wir erkennen erst unsere weiteren Möglichkeiten, wenn wir auf Stufe 2 sind. Ja, es hängt somit zusammen, da Geduld reinzubringen und dann geht es vielleicht dann doch in eine andere Richtung. Ja. Ja, ich finde es auch so wichtig, dass man sich eine große Vision setzt und dann auch so ein bisschen loslässt, wie die Dinge in Erfüllung gehen. Weil manchmal überraschen uns einfach Dinge, wie zum Beispiel jetzt kommt so ein Buchverlag auf mich zu, sagt, hey, wir möchten gerne, dass du dein zweites Buch bei uns schreibst. Da hätte ich ja niemals mit gerechnet. Manchmal sind die Dinge so toll, die kannst du gar nicht dir so ausmalen. Ne? Und so ein bisschen sich zu überlegen, was möchte ich denn wirklich, wirklich und das dann einfach so ein bisschen loszulassen, wie es in Erfüllung geht. Ja. Ja. Cool. Würdest du mich weiterempfehlen, mal so ganz ehrlich, Hand aufs Herz? Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, du hast so eine tolle, positive Art, du bist so präsent und du zeigst, dass es möglich ist. Mhm. Ja. Und das macht definitiv so viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ja, also ich habe in dieser Zeit so große Fortschritte gemacht und es war alles richtig investiert und ja. Oh wow, so schön. Vielen, vielen lieben Dank, das freut mich sehr. Ach, schön. Was ist deine Message oder Botschaft für den Zuhörer, die Zuhörerin? Fange an, auf dein Herz zu hören, auch wenn es vielleicht erstmal Angst macht, aber das ist der richtige Weg. Dann bringe in alles Liebe rein, was du tust und glaube an deine Träume und fange an, heute, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, aber fang an. Wow, so schön, ganz toll.
Hast du eine, so eine Vision für die nächsten 10 Jahre? Möchtest du was davon erzählen? Ja, ich liebe es zu malen. Ich liebe es, kreativ zu sein und neue Dinge zu erschaffen. Und wenn ich selbst vor der Leinwand stehe und dann was hinzaubere und manchmal staune ich selbst über meine Ergebnisse und denke mir, oh Gott, das ist unmöglich, was du da gerade gemalt hast. Und das ist so schön. Und umso mehr freut es mich natürlich, wenn ich damit auch die anderen Menschen berühren kann und es ihnen auch gefällt. Und ja, mein Traum wäre, dass ich dann in 10 Jahren eben in meinem Atelier vor der Leinwand stehe und Bilder male. Und dieses Atelier ist auf einer spanischen Insel und Wow. Ich von dort aus Coachings gebe. Toll, großartig. Oder eben Seminare anbieten. Also meine Vision ist eben, dass ich die Menschen in ihren Themen begleite, dass ich meine Erfahrung und mein Können weitergebe und mit dem Ziel, dass die Menschen selbstwirksam ihr Leben gestalten und ihre Energie positiv ausrichten. Ja, so schön zu sehen, wenn du von deiner Vision sprichst, wie du anfängst zu strahlen und dich freust. Und da sieht man einfach, wie viel Energie und Liebe da dahinter steckt. So schön einfach. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss sagen möchtest? Irgendwas, was dir noch wichtig ist? Ja, ich danke dir, Julia, auf jeden Fall für deine tolle Art und dass du so präsent bist und so vielen Menschen mit deiner Arbeit hilfst. Und ja, es hat mir Freude gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Und danke auch für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen heute. Genau. Danke an dich und natürlich an alle Zuhörer. Danke, dass ihr dabei wart. Lebt eure Träume und geht euren Weg. Wow, so schön. Vielen, vielen Dank, liebe Adina. Ich werde alles in den Shownotes verlinken. Schaut gerne mal bei Adina vorbei, bei ihrer tollen Kunst, ihren tollen Angeboten zum intuitiven Malen und zu all dem, was dieser wundervolle Mensch in unsere Welt bringt. Danke dir, liebe Adina. Dankeschön. Ich hoffe, die heutige Seelenschokolade hat dir gefallen und du konntest mal einen Einblick bekommen, wie das Coaching so mit mir ist und mal eine meiner wundervollen Klientinnen kennenlernen. Es ist mir einfach immer wirklich ein Fest und eine Freude zu sehen, wie wundervoll sich meine Klienten über die Monate im Coaching entwickeln, wie sie ihre Träume verwirklichen und umsetzen. Einfach, ja, so viel Freude entsteht, so viel Schönes entsteht, einfach ganz tolle Projekte ins Leben gerufen werden. Und manche kommen ja auch einfach zu mir und sind irgendwie erstmal in einem persönlichen Coaching und dann entwickelt sich doch so viel mehr. Und es ist wirklich so, dass einfach mit dem Coaching bei mir einfach Träume in Erfüllung gehen und Wunder alltäglich werden und Wunder ganz normal werden. Weil wir können uns alle immer wieder ein neues Normal kreieren, weil Normalität entsteht durch Wiederholung. Und wenn du wundervolle, erprobte Dinge, die ich dir mitgebe, immer wieder wiederholst, dann werden, ja, Wunder ganz normal und du kannst dir ein neues Normal erschaffen, auf das du viel mehr Lust hast und was dich morgens mit Motivation aus dem Bett hüpfen lässt und dich mit Freude nachts einschlafen lässt, dass du einfach glücklich bist mit deinem Leben, mit deinen Beziehungen, mit dir selbst und mit all dem Schönen, was dann in deinem Leben ist. Wenn du auch gerne ein Coaching bei mir machen möchtest, kannst du mir gerne eine Mail schreiben an kontakt@seelenschokolade.com und dann können wir gerne ein Erstgespräch machen und schauen, wie wir zusammen arbeiten können. Ich freue mich sehr, dich bei deinen privaten und beruflichen Zielen und Wünschen zu unterstützen, zu einem glücklichen, erfüllten Leben in Balance. Alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, von dir zu hören. Tschüss.